So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Season tatsächlich in Rush Royale. Ich starte gerade erste Mal das Game mit euch zusammen seit dem Season Update sozusagen. Wir schauen zusammen rein. Ich bin ungespoilert, ich weiß noch nicht, welche Emotes es gibt. Ich weiß, viele werden es Quatsch finden. Für mich ist das mit immer eigentlich das Wichtigste an der neuen Season. Also ja klar, zu den Belohnungen, die man bekommt. Aber ja, Emotes sind immer sehr interessant für mich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es da bei euch aussieht. Ansonsten bis zum Ende dranbleiben lohnt sich heute, denn wir haben eine sehr interessante Frage unter den Supportern des Tages gerade gehabt, die ich vielleicht nicht gleich unbedingt beantworten will, aber vielleicht auch an euch weitergeben möchte nachher. Sehr, sehr interessant. Da würde ich gerne mal hören, was ihr da so für Ideen habt. Und wir starten tatsächlich rein. 7.017 Trophäen hatten wir, alles in Ordnung. Wir haben nicht so viel gespielt, muss man tatsächlich sagen. Ihr wisst, bei mir ist zeitmäßig immer ein bisschen schwierig. Ich hatte ja nicht mal diese 20 Bonuskisten vor. Ich glaube, ich hatte 11, 12 Stück. Von dem her trotzdem relativ entspannt auf die 7K gekommen. Danach haben wir ein bisschen was ausprobiert mit dem neuen Tesla. Wir werden heute auch nochmal den Tesla üben für später, wer da dranbleiben will. Wir haben gestern ein paar Tipps nochmal vom guten Jupp zum Beispiel bekommen. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten lohnt sich auch auf jeden Fall den Season Pass, wenn ihr euch den gönnt, über den MyGames Market sich zu holen. Da ist er nämlich etwas günstiger, US-Dollar-Variante nochmal günstiger. Und wenn ihr den Creator-Code der Taker benutzt und eure Ingame-ID eintragt, dann habt ihr auch noch die Chance auf 110 Platin diese Woche. 4 Stück verlosen wir da. Und ja, Support ist kein Mord. Deswegen rein da mit euch, würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt haben wir genug gequasselt, genug Werbung gemacht. Wir starten bei 5.005 Trophäen und holen uns unsere Season-Belohnung ab. Let's go. Bomber, das ist alles uninteressant, solange wir da nichts irgendwie draus machen können. Wenigstens Gold oder, weiß ich nicht, 1000 Karten, ein Fragment noch für irgendwas. Ich weiß es nicht. Legendary wird die Stase, ist in Ordnung. Nehmen wir mit, ist halt eine Legendary, die wir umtauschen können, taktisch. Klug wäre es natürlich, wenn man alles aufhebt, was man bekommt, was man noch nicht hoch hat. Aber ich denke, das passt so, wenn man das erstmal so macht. Wirf einen Blick auf die neuen Season-Angebote. Das machen wir natürlich. Was gibt es denn hier? Okay, der Season Pass, genau. 11,99. Ihr könnt den aber auch in MyGames Market, ich mache es gerade mal auf, holen. Da kostet euch das dann auch 11,99. Theoretisch, nein, es kostet euch 10,80 € bzw. 10,80 $, was mit einer Umrechnung nochmal ein bisschen weniger sein wird. Ihr werdet so bei 10 € landen, schätze ich mal, über PayPal. Und ja, das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten gibt es hier irgendwas Neues. Ich sehe da schon Geistermeister-Emote, ja, den schauen wir uns sofort an. Harlekin ist weiter drin, einmaliges Angebot. Ja, hier Runenschlüssel auch wiederholen, das wird wichtig werden. Und ansonsten schauen wir mal, was es hier gibt. Neue Season. Direkt mal ein Fluch. Ich glaube, vorgestern habe ich einen Ritterstatue bekommen. Kuss geht raus, da bekomme ich ein paar Free Kristalle. Ansonsten gibt es immer noch die Harlekin-Truhe. Ich würde die trotzdem, dass sie hier was dran geändert haben, tatsächlich, falls ihr das schon mitbekommen habt. Es gibt jetzt auch eine 50-50-Chance beim Bonus-Drop sozusagen. Also ihr kriegt ja diese 1%-Chance bei jedem Spin. Und wenn die auslöst, dann habt ihr aber nochmal eine 50-50-Chance jetzt auf Harlekin. Das wurde tatsächlich, ich glaube, geändert, ohne irgendwie eine Mitteilung zu machen, wollte ich nur nochmal erwähnen. Ansonsten trotzdem eine coole Kiste. Kiste mit Kernen haben sich auch sehr, sehr viele geholt. Das weiß ich bei uns im Team auch. Und dann sind wir jetzt erstmal hier so durch. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das Wichtigste für mich erstmal an in der neuen Season. Wir haben übrigens, welche Season haben wir denn jetzt inzwischen schon? Season 44. Und ich glaube, seit 2 bin ich mit am Start. Grüße gehen raus. Schreibt mal in die Kommentare, wer noch länger mit am Start ist. Ich glaube, im Januar 22. Nee, Januar 21 habe ich angefangen. Würde ich jetzt mal so sagen. So, wir bekommen hier einen schönen Emote, Geistermeister. Ja, du kleiner süßer Fratz. Ja, ist okay, ist okay. Gibt bessere, würde ich sagen. Hier gibt es eine Todesfee noch. Was macht die? Okay, was kommt da? Soll das die Ivy sein oder soll das ein Spoiler vielleicht für irgendwas sein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten die Runenschlüssel natürlich. Buchseiten, wir werden auch wieder ein Buch fertig bekommen. Da müssen wir auch ganz, ganz stark überlegen, was ich für meinen Account am meisten lohnen würde, 20 Bonustruhen. Höhere Bewertung ist natürlich auch gestartet. Ja, müsste man halt mal überlegen, was sich für meinen Account jetzt Stand jetzt wirklich am meisten lohnt, ne? Mit dem Buch. Wir könnten zum Beispiel, ja, hier lohnt sich schon fast gar nicht mehr. Hier fehlt ja nur noch eine Karte fürs Upgraden, sage ich mal.
Vielleicht wirklich der Harlekin, wenn man sich da noch ein bisschen was holen kann und dann den Harlekin irgendwann auf 15 macht. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ja, und dementsprechend mehr Experimentiertokens. Wer da was braucht, kann sich so das auch gerne holen, so ein Angebot. Ich lasse die meistens alle zurzeit liegen. Ja, also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch da so gönnt. Ob ihr euch diese Fraktionskerne hier, nee Quatsch, Experimentiertoken, jetzt sind sie weg, gönnt für die Experimentiererei. Ich muss sagen, ich nutze das Feature wirklich nur so, wie es kommt. Mit den Free Tokens, da probiere ich dann mein Glück und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ja, nochmal zum Tesla. Wir gehen nochmal rein. Okay. Also, eine kleine Analyse zum Gameplay gestern vom Jupp war, dass wir zu viele Teslas hatten, zu schnell. Zu wenig Hexenstacks, das hatte ich ja selber erwähnt, das war mir schon klar. Wir müssen wirklich zusehen, dass wir am Anfang so auf 3 Tesla maximal gehen, 4 allerhöchstens und dann erstmal versuchen, so viele wie möglich Hexenstacks zu sammeln. Und gleichzeitig auch noch diese Tesla-Stacks. Und zwar durch diesen Professor. Ich habe gestern oft irgendwas weggeschmissen. Wenn ihr zum Beispiel Harlekins habt, die ihr nicht in Hexen verwandeln könnt, dann verwandelt die einfach in Tesla, war auch der Tipp, den ich bekommen habe. Und dann mercht halt neben dem Einser, dass ihr diese Ladung für den Professor bekommt und dann könnt ihr die Sachen wegfressen. Das war ein ganz gutes Ding. Wir hatten auch gestern, glaube ich, ein, zwei Spiele damit gemacht. Gut, hier war 10B, das war nicht ganz so cool. Weiß nicht, da lief es nicht. Hier lief es richtig Bombe, da waren wir schon richtig gut dabei. Und dann hat der Kollege einfach disconnected. Sehr, sehr schade. Das hätte ich gern gesehen. Und hier hat der Kultist auch bei 200 Mio-Bossen schon schlapp gemacht. Die beiden Games waren gut. Da hatte ich einen echt guten Aufbau. Aber ja, da lief es bei den Gegnern nicht so gut. Also hier weiß ich auch gar nicht, was los war. 200 Mio-Bosse, der Kultist hat keinen Stich gesehen. Warum auch immer. Naja, wir schauen mal rein und gucken, ob wir die ersten Bonustrophäen noch ergattern können in der neuen Season. Let's go. Ist immer ein schöner Start, wenn ihr da zum Anfang euch die Bonustrophäen holen könnt. Das ist schon eigentlich sehr, sehr wichtig. Solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, versuchen, alle auszunutzen. So. Ausnutzen ist ein gutes Stichwort. Felder ausnutzen. Es sieht sehr, sehr schlecht aus diesmal. Wir können ja nicht mal zwei richtig ausnutzen miteinander. Ja, wir werden hier eine Ritterstatue hinstellen. Und hier würde ich sagen. Das heißt, hier unten könnte der Professor hin. Ihr wisst ja, wie er es macht. Jetzt habt ihr ja noch keinen Professor auf dem Board. Wenn ihr jetzt einen Tesla mergt, wird er zum Professor. Ganz, ganz wichtig wäre halt theoretisch, dass ihr euch die Hexenstacks holt. Deswegen eigentlich Harlekin unbedingt in die Hexen umwandeln. Aber jetzt möchte ich erstmal tatsächlich den Professor schon mal aufstellen. Das machen wir, indem wir hier hin mergen, um die Aufladung zu bekommen. Das müsste nämlich eigentlich schon mitzählen, glaube ich. Eins, drei, ja, genau. Drei, das ist die dritte Ladung sozusagen, die wir bekommen haben. Also wir haben auch die gut geschrieben gekriegt, die wir gerade weggemerged haben. Das ist ganz gut. Ansonsten ist hier, die beiden stehen eigentlich schon mal ganz gut. Die kann man schon lassen, würde ich fast sagen. Das machen wir auch. Das wird sich schon ausgehen. Ansonsten wäre es super, wenn wir damit ich jetzt hier eine Statue hinbekommen würden. Aber die hier würde theoretisch auch schon gut stehen. Da müssten wir aber wirklich aufs zweite Feld auch noch verzichten. Schwierig. So, und jetzt ist halt die Sache, wir dürfen den hier nicht wegsnacken, bevor wir seine Ladung bekommen haben, ne? Das heißt, zack, wir merchen hier nehmen und dann könnt ihr ihn wegsnacken. Damit der hier sich schön hochstackt. In Richtung 50, Stacks gehen, ne? Bis 50 gibt es da diese krasse Ladung, sage ich mal krass, mit 0,15% Schadenserhöhung. Danach geht es dann ein bisschen runter. Wir können mal gucken, was hier raus wird. Ja, hier müssen wir Hexen draus machen. Hexenstacks sind erstmal sehr, sehr wichtig. Gut, jetzt hätten wir den kopieren können, ne? Okay. Hexe weiterhin. Ich würde sagen, wir kopieren die erstmal da rein, damit wir ein bisschen was draus haben. Dann können wir hier einen auf den machen. Geht ja eins nach oben, ist jetzt nicht ganz so geil, aber passt schon. Passt schon. Passt zusammen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Hier die Ladung wieder geholt. Da müsst ihr immer dran denken, das vergesse ich auch zwischendurch ständig wieder. Hier holen wir uns das. Mal einmal den machen und den. Wir müssen halt hier rein, ne? Da müssen wir rein. Das Upgrade war gut. Wir bekommen auch direkt die Ladung gut geschrieben. Von dem hier mit dem Übertragungstalent. Das passt.
Ansonsten hier immer runterstufen, das kann nicht schaden. Zack, jetzt haben wir hier den Zweier. Da auch die Stacks mitnehmen, bevor wir den dann wegsnacken, ne? So ist jetzt immer die Spielweise, wie ich das probieren will. Das ist auch eigentlich schlau, das so zu machen. Grüße gehen da nochmal raus an den Jupp, der sich meine Videos immer sehr genau anguckt und tatsächlich mir dann gestern direkt ein bisschen Feedback dazu gegeben hat, was ich natürlich gut finde. Danke dafür. So, ich merge jetzt hier in der Mitte, dann verschwenden wir natürlich seine Ladung, aber laden die beiden hier auf. Das passt schon. Ansonsten können wir hier mal gucken, ob wir Glück haben. Oh, Andi, wir wollen ja da gar keine Ritterstatue haben, die soll ja da hin. Dann hatten wir Glück. Ja, komm, einfach weg. Passt. Ach, keine Statue. Hm, natürlich wäre der Merch einer geworden. Der Merch wäre einer geworden. So, zack, hier die Ladung wiederholen. Dann können wir ihn wegfressen. Machen wir einfach so. In der Mitte geht hoch, sehr schön. 2-1, ja komm, verschwenden wir den. Haben wir wieder zwei Ladungen mehr. Einmal runterstufen, den hier weg. Den heben wir auf. Hier hin, dann kriegen wir vielleicht übertragen, leider nicht. Schade. Wir brauchen die Statue da, ne? Triple Upgrade, okay. Auf den Dreier hier oben. Und fast lassen erstmal. Was machen wir hier mit? Die machen wir erstmal weg. Und immer schön nach unten stufen. 12 Hexenstacks. Ja, ist okay. Jetzt geht die auf 3 da oben. Schön, Statue, wichtig. Wir haben die zweite Statue leider noch nicht. Die wäre fast genauso wichtig. Jetzt müssen wir hier nehmen wieder, ne? Ich vergesse es selber ständig. Ich weiß, erinnert mich ruhig dran, dass ich es vergesse. Aber die Spielweise ist so auf jeden Fall schon mal die richtige, sage ich mal, meiner Meinung nach. So, zack. Oh, kopieren. Kopieren, kopieren. Zack. Geht auf 2. Machen wir trotzdem runter hier. Easy. Wir haben ja hier alles am Start, um auf 3 zu gehen gleich. Hexenmeister sollte uns eigentlich nicht treffen, denke ich. Passiert doch nichts, oder? Hier nochmal ein Hexenstack. Wichtig. Und richtig. Einmal kurz runterstufen, dann haben wir den hier auf 3. Und dann können wir hier hin mergen für den zusätzlichen Stack. Machen wir einmal so. Passt. Hier wieder aufladen. Jetzt müssen wir ganz schön runterstufen hier, ne? Der ist jetzt auf 3, der Kollege. Können wir den Zweier hier erstmal wegnehmen. So, auch mal langsam hier Upgrades machen. Wird das denn schwierig langsam, ne? Wir haben erst 3 auf 3. Das ist schon ein bisschen wenig, muss man sagen. Ist schon wenig. So, let's go. Hexenstack. Zweier. Wir bekommen einfach die zweite Statue da drüben nicht hin, ne? Wir müssten die jetzt irgendwie mal langsam einfach dahin nehmen, wo sie kommt, würde ich fast sagen. Das ist okay. Na gut, da bringt es uns nichts, wenn sie da kommt. Das bringt uns nichts. Da ist sie doch endlich. Oh Mann, ey. Das hat aber auch lange gedauert. So, hier unten wieder neben Merchant. Wir haben 23, das ist okay. Aber ich glaube, der Tribunal wird uns sogar hitten, weil wir die Statue nicht anhaben. Oh Gott, Glück gehabt. Uff. Ich habe es kurz vorher noch gesehen, dass die Statue nicht an ist. So, jetzt machen wir so hier. Plus den weg, der bringt uns nämlich gar nichts da unten. Den wieder aufladen, 25 Ladungen. Spawn, spawn, spawn. Hier vorne ist unser Main Damage sozusagen mit den 15 Stacks. Ist zwar auch nicht viel, aber hier hinten werden wir nicht mehr annähernd so viel hinbekommen, schätze ich mal. Zack. Hier können wir einmal hin für die zwei Ladungen wieder hier. Schön. Papp. Hm. Hexe brauchen wir. Oh, ist okay. Jetzt eine Hexe wäre gut. Kriegen wir nicht. Virus kommt. Hier warten wir noch ab. Reinigen am besten. Jawohl, sehr schön. Das passt.
So, Hexe ist da. Einmal so, zack. Okay. Ja, können wir uns Stacks holen. Ich mache aber hier, weil wir da brauchen wir auch noch Stacks. Ne? Wir haben ja erst sehr wenig tatsächlich. Müssen wir auch noch ran. Dann hier einmal, zack. Das ist eigentlich gut gerade. Das ist gar nicht schlecht. Oben ist noch eine Hexe am Start. Noch ein Stack. 20, ja. Sollte noch höher, aber notfalls kann man es auch so lassen im Endeffekt. So, den Bonusschaden. Ja, die lassen wir einmal kurz stehen. Die Hexe bringt ja auch ein bisschen was. Dass wir vielleicht den Tribunal besiegen, bevor er uns hittet. Nee. Keine Chance. Ich glaube, da ist viel ins Netz gegangen. Das war ganz gut. Ins Schild. Hexenstack. Sehr schön. Immer aufladen, aber wir haben. Ah, ja, wir haben wenig Merch-Amulett auch. Ah, die Felder lagen scheiße, muss man ehrlich sagen. Muss man mal so ehrlich sagen. Die Hexe vielleicht da gleich mal stehen lassen. Sehr viel mehr werden wir nämlich, glaube ich, fast nicht mehr reißen können hier. Nur mal hier die Aufladung einmal. Dann geht's hier nochmal rein fürs Merch-Feld. Statue nach oben schön. Den einmal aktivieren, den Kollegen. Ja, ist okay. Der Schaden war jetzt mal wieder am Start. Ah, ihr seht. Oh, guck mal. Der kriegt sogar einen Hit raus. Das sollte nicht passieren. So, der geht hoch. Dafür muss aber auch wieder angemacht werden, ne? Na, können wir gleich mit dem Schreddermeister machen. Sogar ins Merchfeld rein. Wie gesagt, kopiert den einfach so. Jetzt müsst ihr natürlich nicht mehr unbedingt darauf achten, aber ihr kriegt natürlich auch dadurch nochmal den Harlekin-Schaden. Ne? Da muss man natürlich auch beachten. Besser als nichts. Hier sind mal die Insta-Kills da. Das kann auch nochmal ein bisschen Unterschied machen. Hier auch ruhig nochmal kopieren. Ah! Nee, nee, nee. Die Runde ist auch nicht perfekt. Nicht mal annähernd. Wir verlieren zwei Einheiten. Wir müssen eindeutig noch viel, viel mehr üben mit der Einheit. Da ist deutlich mehr drin mit dem Tesla, bin ich der Meinung. Ja, so Richtung 70B sollten wir mal locker kommen eigentlich. Wir müssen noch ein bisschen üben. Das war es jetzt schon fast, ne? Oh, ich eigentlich irgendwie... Ne, 100 Mio-Bosse schaffen wir nicht. Ja, das ist okay, der Hit. Den können wir vertragen. Der geht ins Schild auch. Ja, wir überstehen die Runde noch, aber... 41... Ja, Tesla-Stacks hier ist nicht schlecht, aber der hat auch keinen hohen Fusionsrang, ne? Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? So, können wir mal hier einmal machen und so. Wir kämpfen noch. Wie ein Löwe. Bringt uns nichts, müssen wir, ja, doch, können wir machen. Let's go. Aber uns erwischt es hier gerade ordentlich, ne? Ja, das kriegen wir nicht hin. Der wird auch wieder hitten. Noch einer weg. Gegenzauber immerhin. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Uiuiuiui. Da zieht er uns die beiden Fünfer-Statuen zusammen. Wahnsinn. Naja, okay. Also, wir sehen, wir müssen immer noch weiter üben. Die Tipps von Jupp sind aber schon mal sehr, sehr gut gewesen. Wir sind jetzt hier deutlich besser schon mit den Hexen-Stacks und mit den Tesla-Stacks, den Professor-Stacks. Aber dafür waren die Merch-Stacks gar nicht gut, ne? Wenn wir hier mal gucken. Wie Prozent sind wir denn hier? 48, gut, jetzt zum Ende geht es schon fast, aber... Ja, also es ist ein ziemlicher Spagat, den man machen muss mit dem Tesla.
den ich bisher noch nicht so richtig hinbekomme, muss ich sagen. Schreibt es mir gern in die Kommentare, ob ihr da ein bisschen besser mit klarkommt schon. 4,4b ist ja eindeutig zu wenig. Da muss auf jeden Fall mehr rauskommen. 5 Trophäen verlieren wir, das ist okay. Das können wir verkraften. Und ansonsten trotzdem cool, neue Seasons gestartet. Wie gesagt, ich kriege auch neue Buchseiten hier. Dann haben wir wieder ein Buch und natürlich ein paar Kristalle können wir uns holen. Ja, da können wir theoretisch gleich mal reinschauen. Zauberlabor. Let's go. Ob wir da ein bisschen was umwandeln können. For free natürlich. Wir haben Ritterstatue erstmal safe. Die ist voll. Stase, würde ich sagen. Let's go. Und dann wird es schon schwierig, ne? Mach den Hau drauf, weil der ist einfach sowieso viel zu niedrig bei mir. Obwohl, so oft, wie ich den jetzt schon weggegeben habe, hätte es sich schon fast gelohnt, den zu behalten. Aber so ist es jetzt. Und ich nehme, gebe noch 2 Corsair ab. Hier sind wir durch. Ja, dann war es das schon fast, ne, für heute. Wie viel können wir hier machen? Hat es was gebracht? Ne, uns fehlt noch einer, ne? Ein Kristall fehlt uns noch. Wahnsinn. Ein süßer Kristall fehlt uns noch. Hier können wir erst morgen rein. Diamanten sind nicht drauf. Dann belassen wir es dabei. Wir leveln wahrscheinlich. Mache ich das vielleicht schon nachher sogar. Off-Video, dass wir die noch hochleveln. Aufs zweite Talent schon mal wenigstens. Das ist ja auch schon mal nicht so verkehrt. Weiter. Geschwächte Einheiten mehr 4. Das ist auch nicht schlecht. Nochmal ein 10% Crit-Bonus. Das ist auch sehr, sehr stark. Eigentlich das zweite Talent. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ansonsten sind wir bei den Supportern des Tages angekommen. Und da kommt jetzt gleich nochmal eine ganz coole Frage tatsächlich, auf die ich jetzt noch keine genaue Antwort habe. Aber werde ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Wir fangen erstmal an mit dem Petco zweimal. Der Deuda, der Petco, der oder die Pizza. Der Plexa ist am Start. Nochmal der Plexa. Dings und so. Ah, Dönitz, Loserin braucht der Döni. Fraktionsloserin braucht der Döni. Ja, Fraktionskerne wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Rey Mysterio, vielen Dank euch allen. KL2707, Kasparkopf, Grüße vom THC-Clan. Grüße gehen raus. Anonym ist am Start. Prion, Schaffler, der Season Pass muss durchgepayt werden für die Max-Klinge. Max-Klinge hört sich auf jeden Fall gut an. Das kann ich nur unterstützen. Das sage ich euch schon seit Day One gefühlt. Kapi. Bisschen Platin muss auch ja nochmal der Schaffler. Der Prion, Tesla Level 7 weiter pushen oder Zeus freischalten. Ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, wenn du keine krasse Damage-Einheit hoch hast, würde ich den Tesla nehmen. Solltest du aber vielleicht schon die ein oder andere starke legendäre Einheit hoch haben, dann würde ich eventuell auf den Zeus gehen. Aber Zeus freischalten bringt jetzt auch noch nicht so viel. Du müsstest den schon, ja, dann deutlich pushen, immer mal wieder ein paar Tokens mitnehmen, nur freischalten. Ja. Schwierig. Wenn du eine andere Legendary-Einheit hast, würde ich den Zeus jetzt mal nach und nach hochleveln. Ansonsten auf den Tesla gehen, wenn du noch keinen guten Damage-Dealer hast. Speedprank ist am Start. Dennis Schmidtbauer auf in die neue Season. Franz Anonym. Michaela ist am Start. Liebe Grüße. Grüße gehen zurück. KQ. Dennis ist am Start. Sunny. Kasparkopf. Grüße vom THC-Clan. Grüße gehen zurück. DN Fredo ist am Start. Dann die 8054 und so weiter. Vielen lieben Dank. Pollywood. Clerk. Ich finde deine Videos toll. Mach weiter so. Vielen lieben Dank. Viana ist am Start. Greg. 7697 ist am Start. Kuss geht raus. Kai ist am Start. Blümchen, jetzt kommt die Frage. Ich schaue mir gerne deine Videos an. Immer weitermachen. Und eine Frage habe ich. Wenn du eine Karte selber erfinden könntest, wie würde die aufgebaut sein? Mit freundlichen Grüßen. Das ist mal wirklich eine sehr, sehr interessante Frage, auf die ich jetzt, wie gesagt, noch keine genaue Antwort habe, so spontan. Aber ich gebe die gerne mal weiter an euch, wenn ihr eine Einheit euch ausdenken könntet. Was würde die machen können? Wie würde die aussehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder in Discord, wenn ihr keinen Kommentar hier schreiben wollt. Das ist echt eine coole Sache, muss ich sagen. Ja, kommen bestimmt ein paar coole Ideen bei raus. Der Psytoxics ist am Start. Der Taker ist am Start. Okay, vor 2 Stunden. War ich nicht. Vielleicht hast du mir ja was aufgeladen. Ich guck mal kurz. Hat mir jemand was aufgeladen? Nee, schade, leider nicht, Kapi. Vielen lieben Dank. Bilbo ist am Start. Froschko, 4K Crit, ich komme, sehr nice. Niki Jore ist am Start, Charbing, Justin Klausner, weiter so mit den Videos, das mache ich. Kevin Boy ist am Start, Tim Eckert, Anonym, Chemo, viel Spaß in der neuen Season, wünsche ich dir auch. Rapante ist am Start, Dreimann, René ist am Start, Kuss, 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 vielen lieben Dank. Star King, dann vor 35 Minuten der KL2707, direkt zweimal, Kuss geht raus. Stefan, der Parsival und vor 24 Minuten der gute Sci-Fi darf natürlich nicht fehlen.
Vielen, vielen lieben Dank an euch alle. Und ich würde sagen, trotz der Niederlage heute im Tesla-Game, neue Season macht immer Spaß. Wir sind jetzt wieder bei knapp 5000 bei glatt. Da kann man gut mitarbeiten. Und ja, ich muss mir nochmal überlegen, ob ich beim Tesla bleibe, den weiter jetzt trainiere oder vielleicht zum Geistermeister zurückkehre. Schwierige Sache. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ansonsten bedanke ich mich bei euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Start in die neue Season. Und dann, wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen 18 Uhr wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.